Servus, deine neue Airsoft ist im Warenkorb und du überlegst noch, welchen Akku du brauchst. Wichtig ist natürlich zuerst, dass du weißt, wie groß dein Akkufach ist. Also welche Maximalmaße reinpassen. Meistens geben die Hersteller dazu Angaben. Ansonsten im blödsten Fall einfach warten, bis die Airsoft da ist und dann nachmessen. Wichtig ist als nächstes, welchen Akkutyp nimmst du? Nimmst du einen LiPo oder einen MH? Hier empfehlen wir ganz klar einen LiPo, weil er eine höhere Leistungsdichte hat. Also das heißt, für das gleiche Volumen hast du mehr Leistung zur Verfügung und vor allem geben Lipos auch konstanter die besagte Leistung ab. Die nächste Wahl, die du treffen solltest, ist natürlich der richtige Stecker. Hier haben wir ein paar Lipos liegen mit sogenannten DNT-Steckern, aber es gibt natürlich auch noch Alternativen. Standardmäßig werden die meisten Airsofts ausgeliefert mit einem sogenannten Mini-Tamiya-Stecker. Den siehst du jetzt hier im Bild. Von diesem Akkusteckertyp raten wir eigentlich ab, da er einen höheren Widerstandswiderstand hat als der besagte DNT-Stecker. Das ist jetzt hier das Gegenstück, was man dann in der Airsoft eben drin hat. Oder eben ein sogenannter XT60-Stecker. Der Unterschied zwischen diesen beiden Akkusteckern ist einfach der Platz, den sie verbrauchen. Der XT60 ist ein bisschen größer, braucht entsprechend mehr Platz, ist aber so robuster ausgelegt als der DNT. Unsere bevorzugte Wahl ist dennoch der DNT. Kommt aber auch davon, wenn ihr zum Beispiel einem Team seid, was für ein Akku-Steckertyp verwendet der Großteil vom Team. Das ist dann ganz praktisch, wenn zum Beispiel mal der Akku vom einen Kollegen leer ist, dann könnt ihr ohne Probleme den Akku wieder tauschen. Also, dass ihr mal euch vom Kollegen einen Akku leiht. Das nächste, was ihr euch fragen solltet, wenn ihr den Akku natürlich auswählt, ist, welche Spannung brauche ich? Wir haben jetzt hier zwei Akkus: einmal ein Akku mit 7,4 Volt und ein Akku mit 11 Volt. Meistens gilt hier für Vollautomaten 7,4 Volt und für alles, was halbautomatisch schießt, 11,1 Volt. Das kommt aber auch ganz stark darauf an, was für eine Feder ihr verbaut habt und wie stark euer Motor ist. Im blödesten Fall hilft hier einfach nur ausprobieren oder die Shops haben meistens auch eine Empfehlung. Trotzdem für SAG oder alles, was halbautomatisch eben geht, ist unsere Empfehlung ein 11,1 Volt LiPo. Die nächste Größe, die ihr hier drauf schon ziemlich deutlich seht, ist die sogenannte Kapazität, die Milliamperestunden, das heißt, wie lange kann euer Akku Strom abgeben? Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Strom von 1300 Milliampere brauchen, können wir den konstant eine Stunde lang von diesem Akku ziehen. Das brauchen wir aber im Regelfall nicht. Also Dauerstrom haben wir nicht. Es ist ja nicht so, dass wir dauerhaft schießen, sondern wir schießen immer wieder mal. Von daher reicht so ein Akku hier durchaus mal für den ganzen Spieltag, beziehungsweise zwei Stück, je nachdem, wie viel man halt schießt, für den kompletten Spieltag. Ein anderer wichtiger Wert, den wir hier haben, weiß nicht, ob man den jetzt hier sieht, das ist die sogenannte C-Rate, beziehungsweise der Entladestromfaktor. Den findet ihr auf den meisten Akkus etwas versteckt. Hier steht er zum Beispiel auch. Das ist zum Beispiel hier in dem Fall 30C. Das heißt, dieser Akku ist in der Lage, das 30-fache der Kapazität abzugeben. Also wir haben jetzt hier 1300 mAh, 1,3 mal 30. Das ist dann, oh Gott, kurz Kopf rechnen, 39 Ampere. Moment. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 39 Ampere sind. Und das heißt, dieser Akku kann also einen Dauerstrom von 39 Ampere ohne Probleme abgeben. Bei manchen Akkus ist auch noch eine Zusatzinformation wiedergegeben. Hier zum Beispiel bei dem hier, man kann es jetzt leider nicht sehen. Dieser hat einen Wert von 25C, aber eine sogenannte 50C Burst Rate. Das heißt, wir können hier das bis zu 50-fache von den 1,2 Ampere abgeben. Das sind dann doch 60 Ampere. Und in Anbetracht dessen, dass so ein Airsoft-Motor halt Ströme in dieser Größenordnung zieht, ist es auf jeden Fall wichtig. Also der C-Wert sollte bei eurem Akku auf jeden Fall nicht zu klein gewählt werden. Also wichtig bei der Auswahl vom Akku, es sollte ein LiPo sein. Spannung entsprechend der Airsoft 11,1 oder 7,4. Eine angemessene Kapazität, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, dass es nicht mehr reinpasst in euer Akkufach und eine möglichst hohe C-Rate. Damit viel Spaß mit eurer Airsoft. Are you listening? Damn.